Der Kettenzug kann rechts oder links montiert werden. Stecken Sie die Begrenzungsscheiben auf den Kettenzug und den Endstopfen auf und drücken Sie beides in die Rollowelle ein. Schieben Sie die Rolloträger in die Klemmhalter ein. Befestigen Sie das Abschlussprofil an den Klemmträgern. Dieses wird erst unten angesetzt und danach oben eingedrückt. Stecken Sie danach die Rollohalter in den Endstopfen und den Kettenzug ein. Drücken Sie die Abdeckkappen in die Rolloträger ein. Die Rollogröße 90 x 220 cm hat spezielle Rolloträger, bei denen keine Endkappen erforderlich sind. Setzen Sie das Rollo auf den geöffneten Fensterflügel auf. Bei der Befestigungsvariante Klemmen besteht der Klemmträger aus zwei Einzelteilen. Die Befestigung erfolgt durch Aufstecken eines Klemmstückes. Der Klemmbereich beträgt 15 bis 22 mm und ist somit für fast alle Fensterflügel geeignet. Bei der Variante Kleben muss zunächst die obere Klemmlasche abgebrochen werden. Die Befestigung erfolgt dabei mit Klebepads. Achten Sie darauf, die Klebeflächen am Fensterflügel vorher zu reinigen. Bitte geben Sie der Klebeverbindung vor Montage des Rollos 24 Stunden Zeit, die notwendige Haftkraft zu entwickeln. Wickeln Sie etwas von dem Rollostoff ab, sodass sich eine Schlaufe bildet. Legen Sie den Beschwerungsstab in die Schlaufe und drücken Sie die Endkappen auf. Der Kettenhalter kann wahlweise angeschraubt oder mit dem beigefügten Klebepad befestigt werden. Die Kette sollte möglichst straff gespannt sein, damit eine Schlaufenbildung verhindert wird. Dies dient gleichzeitig als Sicherung für spielende Kinder. Das Rollo lässt sich jetzt mit dem Kettenzug in die gewünschte Position bringen.